Hallo und herzlich willkommen zu unserer Speed-Dating-Serie im E-Bike-Haus am Johannesplatz. Ich bin Jan, bin Zweirad-Mechaniker hier und ich stelle euch heute in 3 Minuten das Coratec MTC 120 Elite vor. Das Fahrrad ist ein Crossover, ein Mix aus MTB und Trekkingrad, ist besonders gut geeignet für Bikepacking-Touren im Gebirge, aber auch komfortables Fahren in der Stadt wird hier super ermöglicht, eben durch die Vollausstattung, was Lichtanlage, Schutzbleche und Gepäckträger angeht. Das Fahrrad hat einen Bosch Performance Line CX Motor mit 85 Newtonmeter verbaut, also auf jeden Fall ordentlich Power. Gespeist wird das Ganze durch einen 625 Wattstunden Powertube Akku, auch von Bosch, in Kombination mit dem Purion Display, was so der Klassiker im MTB-Bereich ist, einfach und schlicht gehalten. Beleuchtung ist bei dem Fahrrad auch über den Akku gespeist, vorne schön am Lenker integriert, hinten ist es schön im Gepäckträger mit eingearbeitet, was gerade bei Stürzen oder sowas dementsprechend nicht viel ausmacht. Die Schaltung ist eine 11-Gang Shimano Deore in Kombination mit einem SLX Schalthebel, was einfach super präzises, super genaues und ruhiges Schalten ermöglicht, gerade wenn es jetzt ins Gebirge gehen soll, aber auch für die Stadt super komfortabel, super viele Gangmöglichkeiten. Kommen wir nun zu den Bremsen. Bremsen ganz klassisch, wie man es vom Mountainbike kennt, hydraulische Scheibenbremsen von Shimano hier verbaut, druckvolles, kraftvolles Bremsen, gerade wenn ihr jetzt in der Gefahrensituation seid, in der Stadt, aber auch auf Trails, im Gebirge, habt ihr damit eine super Bremskraft, so wie es sich gehört für ein MTB. Zum Thema Komfort. Wir haben hier natürlich einen Pulli, das heißt, wir haben 120 mm Federweg vorne und beim Dämpfer lässt sich beides verschließen. Das heißt, ich habe, wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin, die Möglichkeit, Dämpfer als auch Gabel zu locken, was mir dementsprechend mehr Reichweite ermöglicht und Kraftverlust. Ich habe im Endeffekt weniger Kraftverlust, einfach durch den Federweg, den ich da rausnehme. Ansonsten 29 Zoll breite Reifen. Gut fürs Gelände, aber auch für die Stadt durch den kraftvollen Motor im Endeffekt ein relativ geringer Rollwiderstand, was der Motor dann letztendlich wieder rausholt. Einen breiten Lenker für gute Traktion. Ich habe ein super sicheres Fahrgefühl auf dem Fahrrad, was auch sehr wichtig ist, gerade wenn ich in der Stadt unterwegs bin. 140 Kilo Gesamtzuladung, das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, noch Packtaschen dran zu machen, komme da im besten Fall nicht über die 140 Kilo und bin so für die meisten Touren eigentlich perfekt gewappnet. Das war's mit dem Fahrrad. Wenn ihr Lust habt, das mal Probe zu fahren, kommt gerne im E-Bike-Haus am Johannesplatz vorbei. Wir beraten euch da gerne. Gibt's auch in unserem Online-Shop e-bike-haus.de. Ihr könnt uns auch gerne anrufen, falls ihr noch Fragen habt. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag und ja, vielleicht sehen wir uns demnächst. Hallo, danke, dass ihr unser Video geschaut habt. Jetzt sollte ich euch noch 3 Dinge mit auf den Weg geben. Aktiviert die Glocke. Abonniert den Kanal und lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Hat euch das Video nicht gefallen, dann aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und lasst ein Like da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.